erstmal gesagt, ich soll den Boxenstopp machen. Ich verstehe ihn immer nicht. Ich kann keine Anfrage starten. Was sind bitte? Oh, verdammte Scheiße. Ich konnte aber keine Anfrage mehr starten. Was ist denn hier los? Ach nö. Gut. Ja, ein etwas trauriges Rennende. Nichtsdestotrotz schieben wir mal da ganz kurz die Wiederholung mit rein. Eine kleine Rennanalyse meinerseits. Der Start lief sehr gut ab. Der Porsche hinter uns konnte überhaupt gar nicht mehr mithalten. Und den Chevrolet und den zweiten Porsche vor uns konnten wir jetzt hier in der Hanauer Kurve überholen. Ja, haben ein bisschen die Mercedes touchiert. Und damit waren wir jetzt in der GT3-Klasse Spitzenreiter gewesen. Da ist auch sehr gut sichtbar gleich auf, nach der Eau Rouge lange Gerade. Wie heißt denn? Ja, ist nicht Chemistrate? Ich weiß es leider nicht, aber ich glaube, es war Chemistrate gewesen oder ich irre mich jetzt total. Bärenstark, konnten sogar den Chevrolet überholen. Der BMW leider hat uns da so ein bisschen den Weg abgeschnitten, aber auch ihn hätten wir fast auf den Geraden aufgeschnappt. Das war aber jetzt einfach nur wichtig gewesen, hier wirklich mal sauber die Kurve zu kriegen. Gerade nach ungefähr 260 km/h mit einem GT3-Fahrzeug. Doch ein bisschen schwieriger. Die Bremsbalance war nicht so schön eingestellt, aber auch im Großen und Ganzen war es einfach eine schlechte Setup-Einstellung gewesen. Viel am Rutschen gewesen, hat es hier auch wieder gesehen. Und das war eigentlich schon, ehrlich gesagt, das allergrößte Highlight in diesem Rennen. Gut, die Überholmanöver vom Mercedes, da können wir jetzt auch mal gleich rüberspringen. Konnte mich auch gar nicht allzu lange vor dem Chevrolet halten. Da ist es schon geschehen, hat er mich überholt. Dann kam schon der Aston Martin von hinten, hat gedrückt, 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 gedrückt. Und jetzt hier auf den langen Geraden ist es, glaube ich, auch soweit. Setzt sich neben uns, lassen ihn auch vorbei. Und dann heißt nur noch Mercedes gegen Nissan. Dahinter auch gleich Porsche und Chevrolet. Und ziemlich gut hier rausgekommen. Und dann auf die Eau Rouge zu. Da gab es, glaube ich, dann kleinere Probleme. Ja, überhaupt keinen Halt gefunden. Der Mercedes kommt hier bärenstark raus. Viele am Schlittern gewesen. Kann sich so ein bisschen in seinem Windschatten festsetzen. Sich so nach und nach peu à peu an uns heranschleichen, um jetzt in den nächsten Kurvengeschlängel dann auch endgültig bei uns dran zu sein. War dann auch irgendwann, müsste auch diese Runde sein, denn schon neben uns. Und ja, gut, sehr schlechte Fahrweise von meinerseits. Katastrophe. Ja, und hier ist dann soweit. Kurve habe ich nie bekommen, ob von innen oder von außen. Ich war einfach nicht schnell genug. Und da ist er auch schon in. Eigentlich Platz gelassen, ohne ihn großartig zu sehen. Und ja, ein kleiner Schubser. Dementsprechend hatten wir eine kleine Lücke, weil er selber abbremsen musste dabei. Wahrscheinlich war er einfach zu geschockt gewesen. Und ja, hier ist es dann auch schon fast geschehen. Ja, leider gibt es hier wirklich nicht allzu viel zu analysieren. Das ist wirklich dann eigentlich die einzige Szene, die noch nach Highlight... Oh, was für ein Drift. Nach einem Highlight schreit. Ja, ansonsten mein persönliches Highlight war natürlich die letzte Runde gewesen, Disqualifikation. Dachte, mein Boxencrew gebe mir mal wenigstens Bescheid. Hier wird es noch sehr, sehr eng. Der Mercedes nutzt alles, was in den Kurven herzugeben ist. Also selbst die Wulst an der linken Seite, an den Curbs, die eigentlich monströs hoch... Was? Und da. Das war der Kontakt gewesen. Hat er anscheinend irgendwie gerade mit der Bremsbalance zu kämpfen gehabt. Und immer wieder Kontakt. Und das war für mich auch die Chance gewesen, mal wieder so ein bisschen Luft zu schnappen. Für wenige Sekunden. Ja... Mehr brauche ich da jetzt auch leider nicht zeigen. Dann wechseln wir mal auf die GTE. In the wee small hours of the morning,
That's the time you